Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse Teil 2 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen, dass unsere Sonne auch eine gewisse Bewegung hat. Und diese Bewegung nennt man Präzession. Das wird berücksichtigt. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Juliane, ich grüße dich. Das ist dein Geburtshoroskop-Analyse. Teil 2. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen und ich möchte mich auch für diesen Auftrag bedanken. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist ein Geburtshoroskop und was bedeuten die einzelnen Lebensbereiche. In diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Skorpion in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Das nennt man Lagna oder Aszendent. Und das ist die Skorpion und hier zeigt sich die Osthorizont. Und das bedeutet für dich, das war die erste kosmische Energie, die dich hier auf dem Erdenleben begrüßt hat. Und diese Energie begleitet dich von Geburt bis zu deinem Lebensende. Beeinflusst dein Aussehen, dein Auftreten, deine Persönlichkeit und so bist du auch wahrgenommen. Die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement und das symbolisiert die Gefühle und das strahlst du auch aus. Also du bist sehr gefühlsvoll, aber auch geheimnisvoll. Skorpion ist geheimnisvoll. Du wirst auch erleben immer wieder, dass die Menschen ihre Geheimnisse an dir anvertrauen. Es ist nicht nur diese Geheimnisvolle in dir, sondern auch das Erotische gehört auch zum Skorpion. Und hier hast du eine wichtige Unterstützung, weil das entspricht schon deiner Persönlichkeit. Du kennst viele Arten von Gefühlen, auch tiefen Gefühlen wie Angst. Und wenn du deiner inneren Kraft vertraust, dann kannst du diesen Gefühlen immer transformieren, Angst loslassen, Schuldgefühl loslassen, Zweifel loslassen und dann steigt die Energie nach oben wie Phönix aus der Asche. Das ist die Kundalini-Energie hier bei Skorpion. Und das sind alchemistische Prozesse. Und das weißt du, das kennst du, wenn du dein Inneren vertraust. Die zweiten Lebensbereich handelt sich hier um Werten. Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. Und energetisch hängt das Hand in Hand zusammen. Wenn jemand sagt, ich bin es nicht wert oder ich habe es nicht verdient, dann verdient auch nichts, hat auch nichts verdient, wenn jemand so denkt und sogar sagt. Stattdessen umdenken, anderes formulieren und sagen, das steht mir zu,
ich habe das verdient, ich habe das jetzt schon im Besitz. Nicht in Zukunft formulieren, sonst schieben wir das vor uns hinaus. Das hast du schon und das befestigst du schon. Und hier ist wichtig für dich, diese Wertschätzung auch verlangen von anderen, damit du Respekt bekommst im Leben. Und alles in Besitz nehmen, was für dich wertvoll ist. Es ist nicht nur die Finanzen, sondern was du liebst, wie zum Beispiel Sport oder Kunst, weil für dich das wertvoll ist, dann mach das, dann nimm das in Besitz. Hier hast du die Schütze. Und die Tierkreiszeichen Schütze zeigt was? Die Zentrum unserer Galaxie der Milchstraße. Und energetisch ist in diesem Zentrum sind unsere Wünsche. All das, was du wünschst, nimm das in Besitz. Natürlich gibt es immer wieder Einschränkungen, aber was in deinen Möglichkeiten ist, dann nimm das in Besitz. Die dritten Lebensbereich sind die Erinnerungen an die Kindheit, die Schulzeit. Wie hast du das erlebt? Die Verbindung zum Geschwister, zum anderen Kindern, in die Klasse, in Schulklassen. Könntest du dich da behaupten? Hast du da Anerkennung bekommen? Warst du übersehen? Wie war das für dich, die Schule? Weil diese Erinnerungen bleiben auch. Und das zieht sich wie roter Faden in unserem Leben. Und das spiegelt sich später im beruflichen Umfeld, auch mit Verbindung zum Verwandten, Nachbarn. Wie kannst du dich da durchsetzen? Hast du da Konkurrenten oder Rivalinnen? Wie sind deine Chancen, dich da zu behaupten? Aber nicht nur das ist hier beschrieben, sondern auch Wissen vermitteln, Wissen aneignen, Schulungen, aber auch Medien, Informationen. Hier hast du die Tierkreiszeichen Steinbock. In ersten Lebenshälfte wirkt einschränkend. Und ich könnte mir vorstellen, dass für dich sehr hart war, diese Zeit, und sehr schwierig, dich immer wieder zu behaupten. Aber das stärkt dich innerlich. Und im zweiten Lebenshälfte hast du von Steinbock die Unterstützung, weil du wirst Ziele setzen, du erreichst es auch und du wirst Sieg haben über deine Konkurrenten. Das hast du geübt in Kindheit. Jetzt sind wir im tiefsten Punkt des Horoskopes. Ich vergleiche das mit einem Baum und das bedeutet dann, hier ist die Wurzel des Baumes. Und hier fühlen wir uns verwurzelt, verankert. Das sind unsere Ahnen, unsere Vorfahren, unseren Traditionen, unserer Herkunft, die Basis, das Fundament in unserem Leben und zeigt auch unserem Zuhause und alle Themen, was mit Immobilien zu tun hat. Hier hast du die Tierkreiszeichen Wassermann. Und du liebst Haus oder Wohnung, was groß, luftig, hell ist, modern eingerichtet. Das, was zu dir passt. Im fünften Lebensbereich sind die Kinder. Deine Kinder, später deine Enkelkinder, aber auch das innere Kind, die Erinnerungen. Und diese Erinnerungen begleiten uns auch ganzes Leben lang. Und die schönen Erinnerungen sollen wir bewahren und all das, was mit Tränen verbunden ist, bleibt auch diese Erinnerung erhalten,
Wir können das nicht unter dem Teppich kehren, aber nicht viel nachdenken, nicht aufhalten, sondern immer hier und jetzt sind. Wir sind immer dort, wo unsere Füße steht. Und das ist die Gegenwart. Und das stärkt uns. Und solche Sätze, wie zum Beispiel, das hast du gut gemacht, ich bin ganz stolz auf dich, stärkt uns auch innerlich. Außerdem, wir können von Kindern sehr viel lernen. Einfach mal beobachten im Spielplatz, wie die Kinder spielen. Grübeln sie vielleicht, machen sie Gedanken, was kommt in Zukunft oder was war in vergangenen Tagen. Nein, die spielen unbeschwert. Oder sie streiten mal, was passiert dann? Dann versöhnen sie sich und spielen sie fröhlich weiter. Sie grübeln nicht. Sie denken auch nicht nach abends, oh, habe ich die andere vielleicht verletzt. Nein, das ist wie vergessen. Und das, dieses Spielerische, das können wir lernen. Sie zeigen uns etwas. Und wenn wir danach leben können, natürlich passt das nicht an jede Lebenssituation, aber in die liebe Partnerschaft auch oder in Freizeit, das schenkt uns Fröhlichkeit, das schenkt uns Lebensfreude, ein bisschen Humor und Lachen. Das ist gesund und wir können manchmal über uns selbst auch lachen, wie wir manchmal stolpern. Ja, was ist dann? Dann stehen wir auf und das Leben geht weiter und dann lachen wir darüber. Diese Leichtigkeit brauchen wir. Außerdem kannst du das so vorstellen, dass das Leben ein Theater ist und du wählst die Kostüme aus, du dekorierst alles, du machst die Bühne, du wählst die Schauspieler aus, du schreibst den Drehbuch, du führst die Regie und du spielst die Hauptrolle. Dieses Spiel spielen wir in unserem Leben. Dann bestimmst du deinen Platz im Leben, welche Rolle du spielst, was möchtest du erreichen, mit wem möchtest du die Kontakte haben, dann fehlt viel leichter die Entscheidungen und dann können wir unserem Leben kreativ gestalten nach unseren Vorstellungen. Und diese Kreativität, diese Lebensfreude, diese schöpferische Energie ist hier. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Fischen. Und das beschreibe ich dir. Dieses Stammbild besteht aus zwei Fischen. Auch astronomisch, die südlichen Fisch und den nördlichen Fisch. Und das ist Wasserelement, die schwimmen im Wasser. Symbolisch natürlich. Und dieses Wasserelement symbolisiert unsere Gefühlen. Und welche Gefühlen erleben wir? Welche Gefühlen lässt du zu? Du selbst bestimmst die Richtung. Ist das die eine Fisch, wo ständig Angst hat und zweifelt an allem und zweifelt an sich selbst, ängstlich und traut nichts zu? Und hat selbst Mitleid und erzählt überall und anderen haben auch Mitleid und das genießt, bekommt ein bisschen Streicheleinheiten und leidet und leidet und leidet und die Angst bleibt, geht nichts voran und hat man das Gefühl, ich habe mich versagt. Und diese Haltung und dieser Gefühlszustand führt zum Depressionen oder zum Alkohol oder Drogen, das ist der Weg. Ich habe das absichtlich etwas übertrieben, aber es gibt Fischengeborenen, die tatsächlich so leben.
Jetzt übergehen wir auf die andere Richtung. Was zeigt den anderen Fisch? Der andere Fisch sagt, ich versage niemals. Ich habe eine Vision, was ich erreichen möchte. Und das vertraue ich. Und genau so kommt es. Davon bin ich fest überzeugt. Und ich erreiche das auch, weil ich vertraue das einfach. Ich glaube daran. Ich glaube in meine Vision. Ich glaube an mir selbst. Ich weiß, dass es so kommt. Punkt. Und das ist das ganze Geheimnis. Und hier ist der Reichtum verborgen. In dieser Stelle empfehle ich immer wieder mal die Autobiografie von Arnold Schwarzenegger lesen, weil er hat seinen Traum verwirklicht und dieser Traum ist nichts Neues. Das hat er gewusst in seiner Jugend und genau danach hat er gelebt und er hat das erreicht, was er wollte. Aber er hat noch nie an anderes gedacht. Es war nur seine Vision. Er hat immer in diese Richtung geschaut und hat das nie aufgegeben und nie Kompromissen gemacht. Das war sein Ziel und war zielgerichtet und genau das hat er auch erreicht. Das ist es. Genau das ist dieses Geheimnis. Und es gibt solche außergewöhnliche Menschen mit dieser außergewöhnlichen Begabung und Erfolg, weil sie haben eine Vision. Andere würden sagen, ja, was träumst du vor dir hin? Das geht niemand was an. Aber sie leben ihren Traum, sie leben ihren Vision. Und das ist hier die ganze Geheimnis. Und es geht nur über Gefühlen. Wenn jemand zweifelt daran, dann werft das alles komplett zurück. Dann wird der Traum ein Albtraum. Und die tierkreiszeichnenden Fische zeigen noch etwas und das ist eine Weisheit. Das Vertrauen, das Fluss des Lebens. Der sechste Lebensbereich hat mit Arbeit was zu tun und mit unseren Pflichten und Gesundheit. Und es hängt auch zusammen, weil wir können nur arbeiten, wenn wir gesund sind. Und hier hast du die wieder. Und mit dieser Wiederenergie kannst du dich behaupten. Weil das ist Kraft, das ist Mars-Energie. Und natürlich kann das dazu führen, dass du immer wieder wechselst, weil es gibt was anderes, was dich begeistert und es ist schwierig, im gleichen Platz zu bleiben, geduldig zu sein oder Ausdauer zeigen, das passt nicht zum Wider. Aber dich kann man von vielen Dingen leicht begeistern und dann bist du sofort dabei, das ist Wider. Und jetzt schau mal hin. Das ist dein Aszendent und das zeigt dein Geburtsmoment, dein erster Atemzug. Und in dem Moment schauen wir in eine Richtung geradeaus und da ist ein Spiegelblick. Und in diesem Spiegel sehen wir unseren Seelenpartner oder Seelenpartnerin. Was hast du in diesem Spiegel gesehen? In dem Moment, wo du geboren bist. Und die Kinder haben noch diese Erinnerungen bis etwa dritte Lebensjahr. Dann nicht mehr, dann ist das alles in Unbewussten. Da ist so viel Einflüsse von außen, dass wir nicht unserem inneren Leben, sondern nicht das Unbewusste, sondern mehr das Bewusste leben. In diesem Spiegel zeigt sich der Seelenpartner und mit diesem Spiegel öffnet sich den Tor zum Liebe-Partnerschaft und hier hast du den Stier. Über die Tierkreiszeichen Stier herrscht Venus und das ist der Planet der Liebe und es ist schön, harmonisch. Also so erlebst du dann
deine Partnerschaft. Gemütlich, schön, harmonisch, ruhig, Genuss. Genieße das. Die Stierzeit, du sollst die Liebe, Partnerschaft genießen. Die achten Lebensbereich ist gar nicht einfach zu beschreiben. Hier herrscht Pluto. Pluto-Energie. Und das hast du in deiner Persönlichkeit, weil Pluto herrscht auch über die Skorpion. Du hast die Pluto-Energie. Pluto sagt, schwarz oder weiß, alles oder nichts. Aber was bedeutet noch Pluto? Das ist die innere Kraft. Man sagt, es ist der Planet der Tod, die Todesreich. Hat aber mit Tod gar nichts zu tun. Indirekt schon. Todesfälle oder Themen, was mit Sterben etwas zu tun. Indirekt schon. Aber die Essenz ist gar nicht der Tod. Die Essenz ist das Leben zum Erhalten. Die Zellen erneuern. Die erholsame Schlaf, wo unserem Körper sich regeneriert, die Jahreszeiten, die Winterschlaf und dann die Frühling, die Kreislauf des Lebens und die Sexualität gehört auch dazu. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Zwillinge. Und das ist die Transformationsprozesse. So ähnlich wie bei Skorpion, hängt auch zusammen Skorpion und Pluto. Also das ist der Lebensbereich. Wie kannst du deinen Gefühlen transformieren, dein Bewusstsein so steigern, dass du zu einem höheren Bewusstsein kommst? Das zeigt die Zwillinge. Und dazu erzähle ich die mythologische Geschichte von klassischen griechischen Mythologie. Es gab eine wunderschöne Königin, Leda, und der Himmelsgott Zeus liebte schöne Frauen und verführte Leda. Leda wurde schwanger, aber Leda war verheiratet mit dem König von Sparta und von ihm wurde auch schwanger. Und Leda gebar den Zwillingen, Kastor und Pollux. Kastor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich. Pollux war der Sohn von Zeus, von Himmelsgott, also göttlich und unsterblich. Die beiden Zwillingen sind miteinander verbunden. Dann kam die Zeit, dass Kastor sterben müsste und Pollux ging zu seinem Vater und sagte, ich möchte auch sterben, weil ich will meinen Bruder nicht alleine lassen. Ich will auch nicht alleine bleiben. Und Zeus sagte, nein, du musst nicht sterben, sondern ich mache euch beide unsterblich. Und Zeus hat den beiden Zwillingen unsterblich gemacht und hat im Himmel gesetzt. Und beide leuchten ganz hell im Sternbild in Tierkreiszeichen Zwillinge. Und diese Geschichte zeigt uns etwas Wichtiges, dass wir eine Seele haben. Und diese Seele ist ein Teil von der Schöpfung, also göttlich und unsterblich. Das ist Pollux. Und wenn wir sterben, dann verlässt die Seele unseren Körper und verlässt die Erde und kehrt zum Gott zurück. Was wir hinterlassen, das ist der Körper, das ist Materie, das ist die Erde. Das ist Kastor. Und wenn die Seele zurückkehrt zum Gott, dann kann ich das sinngemäß so vorstellen, dass Gott dann fragt, na, wie war's? Erzähl mal. Und die Seele sagt, ja, wundervoll, das war schön, ich habe meine Aufgabe gemacht, ich bin so glücklich und fühle mich so frei. Dann sagt der liebe Gott, ja, wunderbar, dann hast du dich von Karma gelöst. Natürlich gibt
auch Gerechtigkeit, göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Und das bedeutet, alles, was wir in Ursache setzen, das kehrt auf uns immer zurück. Auch wenn das nicht jetzt in diesem Leben, dann im nächsten Leben, aber das muss die Seele das ausgleichen. Das ist ein Gesetz, das ist die göttliche Gerechtigkeit. Aber ich möchte jetzt nicht die Gerechtigkeit betonen, sondern die Seelenreise. Wenn die Seele aber sagt, boah, wenn ich so nachdenke, ich habe alles falsch gemacht, ich habe doch gar nicht gelebt, dann sagt der liebe Gott, naja gut, dann geh zurück und mach besser. Und die Seele sucht einen Weg aus, einen Schicksalsweg. Und dieser Weg, dieser Schicksalsweg ist begrenzt. Das hat einen Anfang, das ist unsere Geburt, und hat ein Ende, das ist unser Tod. Und dieser Weg ist das goldene Weg. Und die Seele kennt das, weil die Seele hat dasselbe ausgesucht. Kennt sich aus. Und ein Geburtshoroskop ist ein Abbild davon. Aber Gott schenkt uns die absolute Freiheit. Wir können mit unserem Leben machen, was wir wollen. Wir selbst treffen Entscheidungen. Und wie oft sind wir im Unwegen oder in einer Sackgasse und suchen wir einen Ausweg? Das erleben wir auch immer wieder. Saturn ist der Planet, der Schicksal, er lenkt ein bisschen, das hilft uns in diesem goldenen Weg zum Bleiben. Was uns unterstützt dabei, die richtigen Entscheidungen treffen, also natürlich Astrologie auch, weil das zeigt diese Landkarte, das ist die Landkarte der Seele. Aber unserem inneren Stimme sagt das auch. Und das ist diese Seelenreise. Das ist Karma. Und das ist wie ein Rad, das wiederkehrt sich immer wieder. Das ist wie ein Rad, das ist die Schicksalsrad. Und erst dann können wir von Karma uns befreien, wenn wir glücklich sind, wenn wir uns befreit fühlen, wenn wir unserem Selbst leben, wenn wir unsere Aufgabe machen, wenn wir aufrichtig sind. Wir müssen aber nicht perfekt sein. Wir sind Menschen und wir machen Fehler und von Fehlern lernen wir. Nächstes Mal machen wir das besser. Und so versuchen wir, unserem Leben gestalten, das im Griff bekommen, das beherrschen. Und genau das ist das Ziel, unserem Leben beherrschen und selbst zu sein, die Selbstdarstellung und das Beste draus machen. Und diese Wandlung und das zu verstehen, was Castor und Pollux sagt, das ist schon ein höheres Bewusstsein. Und wenn dir das bewusst ist, dann hast du einen Zugang zu deiner Seele. Und in dem Moment, wo du deine Seele besuchst, immer wieder durch Meditation, die Seele spricht dir. Auch über Traumbilder, das ist die Sprache der Seele. Sofort verspürst das Göttliche in dir, Pollux in dir. Und das ist diese ganze Transformation hier im 8. Lebensbereich. Und jetzt übergehen wir auf die 9. Das sind die Reisen. Da sind wir die Reisende. Das ist natürlich auch Ausland, Auslandskontakte. Aber auch die Suche nach die Wahrheit, die Suche nach Gott, die Fragen stellen nach dem Sinn des Lebens, religiösen Themen, spirituelle Themen, ich könnte sagen die inneren Reise. Hier hast du die Krebs. Und die Krebs zeigt, das ist dein Zuhause. Das kann natürlich bedeuten, dass du im Ausland lebst, weil dort findest du dein Zuhause, aber auch dein Inneren, diese inneren Reise.
Und wenn dann die Ruhe verspürst, die innere Ruhe und deine Kraft und deine Intuition, und da kannst du dich inspirieren lassen, dann kannst du in deinem Inneren gestalten, wie einen inneren Raum, wie einen inneren Tempel. Und das ist Krebs, dieser Rückzug. Das ist nichts anderes als Meditation. Aber versuch das bildhaft gestalten nach deinem Geschmack, wo du deine Ruhe findest. Und jetzt sind wir im höchsten Punkt des Horoskopes, das ist die Krone. Das Horoskop ist die Krone des Baumes. Das Höchste, was man erreichen kann, das ist die Berufung. Oder wie wir unsere Ziele erreichen, hohe Ziele, hohe Ideale. Wo bekommen wir Anerkennung, Ansehen, Respekt? Hier hast du die Löwe. Also sehr königlich. Zeigt auch Öffentlichkeit. Und Löwe steht gerne in Öffentlichkeit. Und das kann deine Berufung sein, in die Öffentlichkeit, wie zum Beispiel im Fernsehen zum Arbeiten. Oder Theater. Das ist kreativ. Löwe liebt die Bühne. Die 11. Lebensbereich sind die Hoffnungen, die Wünsche, die Sehnsüchte, aber auch die sozialen Kontakte. Hier hast du die Jungfrau. Da schränkst du dich ein bisschen ein. Also mit Löwe hier oben möchtest du schon Anerkennung, sehr königlich. Du liebst es auch, diese Bewunderung. Und wenn es um deine Wünsche geht, dann sagt die Jungfrau, sei ein bisschen bescheiden. Das kann von Erziehung kommen oder von Freunden kommen, wo die Freundeskreis sagt, ja, sei mal bescheiden, sei bodenständig, was träumst du vor dich hin? Die Träume, die Fantasie kennt keine Grenzen. Damit möchte ich nicht sagen, dass wir in einer Traumwelt leben sollen. Wir sollen bodenständig sein. Aber ein Traum kann auch wahr werden. Und warum auch nicht? Warum sollen wir das nicht zulassen? Die 12. Lebensbereich sind die tiefen Geheimnisse des Lebens, karmischen Themen auch, die Gründe, die Ursache, auch die Ursache, die Erkrankungen. Hier hast du die Waage. Sonne befindet sich nach indischen Astrologie in Tierkreiszeichen Steinbock, hier im 3. Lebensbereich. Hier fließt deine Lebenskraft, hier kannst du dein Selbst in Ausdruck bringen. Ein Sieg über Konkurrenten, dich zu behaupten im Leben. Dann passt zu dir sehr gut. Medien, Wissen, Wissen aneignen, Wissen vermitteln und von allem Steinbock unterstützt dich, deine Ziele zu erreichen, weil das ist die Stärke der Steinbock. Über die Tierkreiszeichen Steinbock herrscht Saturn und Saturn ist nichts anderes als Kronos, der Gott der Zeit und herrschte im goldenen Zeitalter, wo noch der paradiesische Zustand da war. Und von diesem Paradies ist ein Stück erhalten geblieben, und das ist Steinbock. Dieser paradiesische Zustand, diese paradiesische Erde. Aber das entspricht nicht immer der Realität. Aber wie holst du dieses Paradies in dein Leben? Und das ist Erde, das ist Realität, das ist keine Träumerei. Nein, nein, das ist schon die Realität und Bodenständigkeit. Wenn du Ziele hast, hohe Ziele, hohe Ideale, und die Steinbock zeigt dir diese Kraft, wie du das erreichst. Auch die Geduld und Ausdauer, dass du das nicht aufgibst. Und Schritt für Schritt, die 7-Schritte-Methode, die Zielerreichung, Bahn zeigt es auch, herrscht auch über die Steinbock, Bahnflöte,
kommt daher die 7 Schritte, das alles zu erreichen. Und so Schritt für Schritt, Treppe zum Treppe, bis du ganz oben angekommen bist. Was ist oben, das Spitze des Berges? Das, was du wünschst, deine Träume, genau das ist es. Und das kannst du hier lernen. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Mond zeigt dein Unbewussten, deinen Gefühlen, aber auch deine Mütterlichkeit. Mond steht zum Empfängnis. Mond steht auch zur Mütterlichkeit. Und hier hast du auch deine Liebe, weil das ist Wasser, das ist Gefühle. Du liebst Kinder, ja, und du liebst auch Märchen. Das ist so dein Welt, deine Fantasie, deine Träume, deine Visionen. All das liebst du auch. Und das entspricht deinen Gefühlen. Sonne im Steinbock, Erdeelement, Mond im Fischen, Wasserelement, sie harmonisieren miteinander. Also somit hast du von den beiden Lichtern, Sonne und Mond, was auch Vater, Mutter auch symbolisiert, hast du diese Harmonie in dir. Mars ist der Planet, was alles in Bewegung setzt und kann sich gut durchsetzen. Das ist die Kraft. Es ist zwar eine männliche Energie, aber das haben wir Frauen auch, uns zum Behaupten und Durchsetzen im Leben. Aber Mars bedeutet auch der Mann. Und Mars ist im Schütze. Und hier sollst du dich durchsetzen, behaupten, dass du Respekt und Wertschätzung bekommst. Und steht mit Schütze in Verbindung, du brauchst Ziele, weil die Schütze zeigt die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße, wo unsere Wünsche stehen. Und dann hast du deine Ziele und da kannst du deine Kraft einsetzen, alles in Bewegung setzen. Und Schütze ist Feuerelement, das ist schon die Bewegung, die Begeisterung auch. Aber zeigt auch der Mann. Und das kann ein Hinweis sein, dass du bei Sport kennenlernst oder im Ausland oder im Reisen kennenlernst. Aber bedeutet auch, dass dieser Mann ist sehr beweglich, hat mit Finanzen auch etwas zu tun, kann auch natürlich auslösen, dass du hier lernst in die Partnerschaft, dass du Wertschätzung verlangst von deinem Partner. Merkur ist auch im Schütze. Merkur steht zum Kindheit und Jugend. Und da hast du hier Themen von deiner Kindheit. Und das sind die Werte. Erstens, entweder hat deine Kindheit dich gestärkt und du hast immer diese Wertschätzung bekommen. Oder war das ein Mangel und du hast zu wenig Anerkennung bekommen, was du später natürlich nachholen sollst. Bedeutet aber den zweiten Bereich, etwas in Besitz zu nehmen. Wieder kann das ein Hinweis sein, dass du in deiner Kindheit alles bekommen hast, was du gewünscht hast. Kann auch bedeuten, dass du zu wenig bekommen hast, was du gewünscht hast. Und hier kommen die Erinnerungen und das im Gleichgewicht bringen. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Nimm das im Besitz, was für dich wirklich wertvoll ist. Was in deinem Herzen liegt, was dich glücklich macht. Jupiter ist rückläufig. Und befindet sich in Zwillinge. Diese Rückläufigkeit von Jupiter zeigt karmische Themen. Jupiter ist auch die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung, aber auch zeigt unsere Größe. Und hier brauchst du die Transformation
zu deiner Wertschätzung, zu deiner Größe zu bekennen. Und hier hast du karmische Themen. Das ist die Transformation, ein anderes Bewusstsein zu deiner wahren Größe zum Stehen. Und wenn das dir bewusst ist, dann verlangst auch Wertschätzung. Und hier hast du auch viel Energie im Schütze im zweiten Lebensbereich. Venus ist auch rückläufig, auch karmischen Themen. Das heißt, entweder die Erinnerungen oder dein Seelenpartner kennst du schon von früheren Leben und hast eine karmische Begegnung. Sehr wahrscheinlich mit diesem rückläufigen Venus ist auch im Schütze. Auch hier im zweiten Lebensbereich, wo du dann zu deinen Werten stehst und du verlangst das in die Partnerschaft. Mars und Venus, beide ist die Liebesplanet. Mars ist das männliche, Venus ist das weibliche. Also das erlebst du schon in Partnerschaft und das ist für dich ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Erstens mal die finanzielle Sicherheit und auch die Besitz, aber auch die Wertschätzung. Saturn ist auch hier und Saturn hütet die Karma und beeinflusst unserem Schicksal. Also das ist hier eine karmische Begegnung, eine schicksalhafte Begegnung und dieser Mann, diese Beziehung vermittelt dir etwas, was ich schon sagte, die Finanzen, die Sicherheit, auch die finanzielle Sicherheit, aber auch die Werte und Wertschätzung. Uranus ist auch hier und Uranus bringt nicht nur Umbrüche und Veränderungen, sondern zeigt, dass wir außergewöhnlich sind, einzigartig sind und so sollst du dich auch fühlen, zu diesen Werten stehen, wo du sagst, ich bin als Frau anderes als alle anderen. Neptun ist auch hier und Neptun zeigt, das ist dein Traum, leb dein Traum, nimm das im Besitz, lauf nicht davon. Pluto zeigt die innere Kraft. Was ich auch gesagt habe, das ist die Transformation. Herrscht über den Tod, aber eigentlich bewahrt das Leben, das ist das Kreislauf des Lebens. Aber dieser Tod heißt loslassen, alles verabschieden, was diese Kraft raubt. Und so haben wir diese inneren Kraft, diese Energie, damit das alles funktioniert. Das ist auch Macht. Pluto ist auch Macht. Und hier hast du karmische Themen und das heißt lernen, loslassen. Dein Mondknoten, Rahu und Ketu. Diese beiden Mondknoten symbolisieren, wenn sie zusammen sind, eine Drache oder Schlange. Das ist die Schlangenenergie, das ist schon die Kundalini-Energie gemeint. Aber diese Drache oder Schlange als Symbol erscheint überall in Mythologie und die Sternbilder zeigen das auch. Und hier haben wir eine Weltenschlange oder Weltendrache und das zeigt unserem Karma, unserem karmischen Themen. Und diese Schlange ist getrennt von Kopf. Das heißt, das wurde diese Schlange, die Kopf abgeschnitten. Und es sind zwei Teile. Es sind zwei Teile. Die eine Teil kennen wir schon, weil das zeigt die Vergangenheit, die alten karmischen Themen. Das ist die Drachenkörper. Und das ist Ketu. Oder die absteigende Mondknoten. Und was wir aber nicht kennen, und wir suchen den dazu passenden Kopf. Wir sind auf die Suche, unsere Seele sucht, mal so witzig beschrieben, wo ist der Kopf, wo ist der Kopf, wo ist der Kopf? Der Kopf ist bei dir in Tierkreiszeichen Steinbock, wo auch deine Sonne steht und das symbolisiert dein Selbst. Du suchst unbewusst deine Seele, deinen wahren Selbst. Und wenn du das gefunden hast, dann hast du die Drachenkopf und dann kannst mit diesem
erhobenen Kopf, dein Stolz, dein Selbst zeigen. Und das brauchst du auch, weil hier hast du die Krone, die Löwe steht in Öffentlichkeit, im Mittelpunkt. Das ist für dich sehr wichtig. Und in dieser Transformation befindest du dich. Dein Ketu, dein alten karmischen Knoten, ist im Krebs und Rahu, dieser Drachenkopf, hast du im Steinbock. Und bis März dieses Jahres und auch letztes Jahr hat sich die beiden Mondknoten Krebs und Steinbock bewegt. In die vergangenen 2 Jahren hat bei dir karmischen Themen aktiviert. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser. Das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes und das schauen wir an. Dein Aszendent ist Skorpion und befindet sich im Mondhaus Anuradha. Und das zeigt, du hast Glück im Leben. In indischen Astrologie wird das so beschrieben, der mit Elefanten reitet. Und der Elefant ist erstens ein Glückssymbol, zweitens zeigt Reichtum. Und so ist dieser Mondhaus, das heißt, du bist ein Kind davon und dein Lebensweg verspricht damit Glück. Dieser Mondhaus wird von Akrab bestrahlt und das ist die dritte Auge und zeigt Hellsichtigkeit, zeigt Spiritualität und diese Begabung hast du. Dein Sonne in Tierkreiszeichen Steinbock befindet sich im Mondhaus Shravana, übersetzt heißt es zuhören. Hier dein Sonne zuhören. Jetzt nicht zuhören, was anderen meinen. Nein, hier ist was anderes gemeint, das inneren Stimme zuhören, dein Intuition vertrauen. Dieser Mondhaus steht mit Adler in Verbindung und du brauchst in dein Leben einen Adlerblick, einen Weitblick, in Zeit vorausdenkende, einen Überblick zum Haben über dir selbst, über dein Leben. Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Fischen im Mondhaus Uttarapadra und das heißt Gedanken, Gefühlen reinigen. Mars befindet sich hier im Schütze, im Mondhaus Mula und heißt übersetzt Wurzel, Herkunft, aber auch die Bedürfnis, auf den Grund zu gehen, etwas erforschen, die Gründe erkennen an etwas. Merkur ist auch im Schütze und befindet sich im Mondhaus Purvashada. Nicht nur Merkur ist im Purvashada, sondern auch Saturn ist im Purvashada, Uranus ist im Mondhaus Purvashada und Neptun auch im Mondhaus Purvashada. Also in diesem Mondhaus hast du Merkur, Saturn, Uranus und Neptun. Und dieser Mondhaus heißt Leb dein Selbst. Dein Zentrum in dein Leben sind deine eigenen Wünsche. Wenn diese Wünsche als Ziele setzt und du erreichst deine Wünsche, dann hast du ein glückliches, zufriedenes Leben und du hast Glück. Wenn das nicht zutraust und diese Wünsche unerfüllt bleiben, dann fühlst du dich unzufrieden. Dein Jupiter ist rückläufig in Tierkreiszeichen Zwillinge und dieser Mondhaus heißt Ardra und das heißt lebendige Frische. Jupiter zeigt deine inneren Größe, damit bewusst zu sein, diese Lebendigkeit in dir. Das gibt dir auch einen inneren Kraft. Venus ist rückläufig in Tierkreiszeichen Schütze und befindet sich im Mondhaus Uttarashada und das heißt
dein höheren Selbst zu erkennen, hohe Ziele, hohe Ideale pflegen und Respekt, Würde und Anerkennung verlangen. Und Venus ist die Liebesplanet, also auch rückläufig, hier hast du karmischen Themen. Pluto ist im Waage, im Mondhaus Chitra, das ist die Balancepunkt. Pluto, was deine inneren Kraft zeigt, und hier im Rückzug eigentlich bedeutet, du brauchst immer wieder Rückzug in dein Leben, damit du zur Ruhe kommst. Weil in Ruhe liegt die Kraft. Und die Pluto und hier dieser Mondhaus, wo die Balancepunkt ist, du brauchst den inneren Gleichgewicht. Und dieser Mondhaus wird von Spica bestrahlt und das ist nichts anderes als die Weizenehre der Jungfrau. Das heißt, alles, was du beginnst in dein Leben und zeigst diese Kraft, auch diese Überzeugungskraft, das trägt Früchte. Das braucht vielleicht Zeit, so wie die Getreide brauchen auch Zeit bis zum Ernte. Aber du erntest es und du hast ein gutes Karma. In der Mitte ist ein Engel und das ist dein persönlicher Schutzengel, weil in dem Tag, wo du geboren bist, ist dieser Engel, herrschte über diesem Tag. Hacheuiach heißt dieser Engel und nach Kabbalah hat die Zahl 24 und das bedeutet Engel der Beschützer, Engel des Gute, Engel des Selbstbewusstsein, schützt dich von Gefahren, von Dieben, schenkt dir Konzentration und beschützt dich von Gefahren, schützt auch von bösen Menschen oder bösen Energien oder bösen Mächten. Beschenkt dich mit Ehrlichkeit und Wahrheit. Eine ganz, ganz kraftvolle Schutzengel. Liebe Juliane, das war diese Horoskopanalyse. Ich bedanke mich nochmal für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.